Hey, what's up, guys? Es geht wieder weiter hier bei God of War 3 Remastered. Und ja, wir sind immer noch in der Unterwelt gefangen. Und wir gucken, wir erforschen hier, was wir hier so machen können und was nicht. Wir springen mal darüber. Nicht meine Tochter. Nein, aber ich weiß, wer du bist. Du kennst mich? Sie sagten, dass du kommst. Bemühst du dich, Kratos? Zeige dich, Hades. Wieder einer deiner Tricks. Wie üblich, Spartaner, irrst du dich gewaltig. Zeig dich, Feigling! Nicht so hastig, Kratos. Ganz ruhig. Wir haben schon bald Zeit zum Spielen. Da hat er gar nicht mal so unrecht. Aber wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, bis es soweit ist. Guckt euch diese Kulisse an da im Hintergrund. Das ist schon geil. Grundsätzlich zwischen PS3 und PS4-Version, es wurde nicht viel geändert, bloß die Grafik wurde ein klein bisschen hochgepusht. Vom Inhalt her ist es genau dasselbe. Ist aber egal, weil ich habe die PS3-Version nie besessen, deswegen ist das für mich wie ein neues Spiel und das ist okay. Wenn man den Umstand denn hat. So, dürft ihr wieder... Aber das interessiert sowieso eher weniger. Höchstens, wenn man selber spielt, würde ich es mir durchlesen. Also zum ersten Mal meine ich jetzt. So. Dann können wir uns hier durch den Spalt hier prügeln. Hier gibt es wieder Vasen. Okay, der hat sich gerade selber hochgejagt. Okay, wenn die nämlich stark genug geschwächt sind, kann man solche etwas stärkeren Gegner finishen. Ich weiß noch nicht, ob ich gehe. Ich werde wahrscheinlich auf den Bogen gehen, wenn ich auf 2,5 Orbs bin. Weil der ist nicht verkehrt gegen, wenn wir nachher Richtung Bosse gehen. Zumindest erste Bosse. So, okay. Mal, hier war wieder was. Ich will demnächst auch vielleicht, wenn das all gut rüberkommt, wenn ich das schaffe, NES Ninja Gaiden Guides machen. Ne? Mal sehen, was da so kommt. So, die Truhe lassen wir erstmal. Die können wir vielleicht nachher noch gebrauchen. Zünden das erstmal an, weil sonst würden wir hier gar nicht weiterkommen. Wir müssen nämlich da hoch und ja, auch mal wieder ein kleines Mini-Rätsel lösen.
okay. So, wir... Ist hier noch was? Okay. Wir legen den Hebel jetzt hier mal um. Okay. Jetzt heilen wir uns hier mal ein bisschen. Können im Notfall, wie gesagt, auch wieder runtergehen. Erstmal müssen wir den Aufzug wieder ranholen. Okay, das sah gut aus gerade. Dann stoßen wir das mal rein. Wir können es auch reinschieben, aber egal. Wie viel haben wir? Okay, brauche ich anscheinend gar nicht. Darunter gehen, weil im nächsten Bereich, wenn wir hier aus dem Raum durch weg sind, da gibt es auch wieder ordentlich Heilung und Co. Sonst kann man hier auch immer wieder zurückgehen. Aber hier gibt es das einen kleinen Bonusraum. Das war alles voller Hände hier. Was war das denn? Das ist mir schon mal passiert, ne? Aber ausgerechnet, wenn ich in so einer geilen Kombo drin bin. Kann die Hände leider... Ich werde die jetzt hier auch alle töten, ne? Nur mal so nebenbei. Die Hände an der Wand kann man leider auch nicht greifen. Was schade ist. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich nicht erstmal auf 7 obwohl den Bogen. Ich werde bis zu einem bestimmten Punkt spielen, dann will ich selber sehen, was ich mache und was nicht. Und das wäre jetzt hier so ein Punkt, wo die Stufe 2 nicht schlecht wäre. Schwierig. Sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Warte mal, ich muss mal im Kopf durchgehen.
Nee, ich grade hoch. Ich mach, wie ich das sonst auch immer mach. Dann gehen wir auf die 7000 jetzt zu. Die Tiefen des Tartarus, die versenkten Lande erstrecken sie sich so fern das Auge reicht. Okay. Oh nein, die Statuen erwachen zum Leben. Was soll ich nur machen? So, jetzt finishen wir den erstmal, damit wir einen weniger haben. So, der bringt nur Energie. Okay, sehr geil. Hier ist noch einer, okay. Okay, die aufgeladenen, die bringen nichts, okay. Okay, gut. So, da wir hier sowieso nicht mehr hinkommen. Also hier geht man grundsätzlich nur einmal lang. Sei denn, ich verschätze mich jetzt total. Können wir jetzt die Kisten da mal nutzen. Von hier unten. Magie haben wir auf jeden Fall ein bisschen was verbraucht. Und Gesundheit auch ein bisschen. Überlegt derzeit auch, wenn ich Uncharted angehen werde, ob ich da alle Schätze, also Collectibles, mitnehmen soll oder nicht. Ich denke eher nicht, ich werde das wahrscheinlich so machen, weil ich bin gerade derzeit auch dabei, die 100 Schätze alle zu sammeln, dass ich die aus dem Gedächtnis sammeln werde. Vorher noch kurz nochmal alle durchgehen, ne, dass ich halt aus dem Gedächtnis mache und so viel wie möglich mache. Ist auch eine kleine Challenge für mich denn. So. Okay, dann gehen wir mal die Treppe da hoch, was da so passiert. Die Schmiede. Weg mit dir! Ich sage doch, ich habe teuer bezahlt. Beruhige dich, Schmiedegott. Geist Spartas? Du bist es. Sieh mal an. Ich dachte, Zeus hätte dich längst umgebracht. Ich habe gedacht, du wärst längst dieser Höhle entflohen. Zeus hat mich zwar eingesperrt, doch wegen dir muss ich in Qualen leben. Ich habe dir nichts getan, Hephaistos. Ich verfolge nur einen Olympia. Na, solange es nur ein Olympia ist. Ich suche das Feuer des Olymps.
Weißt du etwas davon? Was willst du damit, Spartaner? Das ist allein meine Sache. Sag schon, kennst du das Feuer? Alle wahren Kinder des Olymps kennen es. Wir alle respektieren seine Macht. Doch sein verlockendes Glühen ist trügerisch. Weder Mensch noch Gott kann die tödliche Flamme berühren. Ich will es nur finden. Falls du einen Weg aus der Unterwelt findest, findest du sicherlich auch den Weg zum Feuer des Olymps. Du hast mir sehr geholfen, Hephaistos. Ja, in der Tat. So, aber erstmal gehen wir hier lang. Das war nicht der richtige Weg. Gucken wir mal kurz. Da können wir jetzt noch nicht lang, aber wir können hier was einsammeln. Das war wieder ein Gegenstand. Dann geht's hier nach rechts. Und hier ist ein Speicherpunkt, sehr ideal gesetzt. Okay, wir machen hier aber nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann mal gucken, wo uns dieses Tor hinführt. Also, bis dann und ciao!